Hallo liebe Radfreunde, das Brompton H6RD habe ich mir zugelegt. Warum, wieso, weshalb, was ich damit vorhabe, wie es ausgestattet ist und Näheres erfahrt ihr gleich. Moment doch mal, stopp! Das stimmt doch gar nicht. Das sind doch alle bloß Vorurteile. Los geht's. Wie ist denn jetzt das Fahrrad ausgestattet? Die gesamte Ausstattung werde ich jetzt nicht benennen, aber die werde ich in die Videobeschreibung eingeben. Ich versuche es möglichst komplett zu machen. Wenn dazu Fragen sein sollten, dann einfach einen Kommentar hinterlassen. Was für mich wichtig war, das ist die Anzahl der Gänge. Und ich habe mich bei diesem Fahrrad für die maximale Anzahl an Gängen entschieden. Das ist die Zahl 6. 6 verschiedene Gänge. Davon werden 3 Gänge bestritten durch die Stermy Archer Narbe, eine Dreigang Narbenschaltung in Kombination mit 2 Ritzeln, macht also 6 Kombinationsmöglichkeiten. Und ich kann nur sagen, diese Gänge, die ergänzen sich meiner Meinung nach wunderbar. Ich komme damit super klar. Im Stadtbereich nutze ich die beiden mittleren Gänge und ganz leichten Gänge, die habe ich bisher gar nicht verwenden müssen. Oder kaum. Ich habe mir vorne ein kleineres Kettenblatt montieren lassen. Das wird im Konfigurator so angeboten. -12% heißt das. Das heißt, ich habe generell eine etwas leichtgängigere Schaltung. Das passt eben dazu, dass ich die Möglichkeit haben will, die dramatischen Berliner Berge anständig zu bewältigen. Ich will es natürlich auch noch für andere Dinge nutzen. Aber warum soll man diese Möglichkeit nicht nehmen? Und die ganz hohen Gänge, die kann ich im Berliner Stadtverkehr sowieso nicht verwenden. Bei der Ausstattung habe ich mich für die Variante mit Gepäckträger und Schutzblechen entschieden. Die Lichtanlage wird von einem Precision Shutter angetrieben. Das ist ein Nabendynamo, mit dem ich auch schon beim Reiserad sehr gute Erfahrungen gemacht habe und mit dem ich sehr zufrieden bin. Als Vorderleuchte habe ich mir eine Sohn Edelox Leuchte ausgesucht. Also kann man sagen, rundherum die Komponenten, die sind schon sehr anständig. Als Ergänzung habe ich mir noch 2 aufladbare Lampen montiert. Eine für die Sattelstütze, eine für den Lenker. Ja, und beim Sattel, was soll ich sagen? Brooks B17, natürlich in Schwarz. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich habe mit dem Brooks B17 und speziell der Farbe Schwarz so hervorragende Erfahrungen gemacht, dass ich das nicht durchbrechen wollte.
Und wie faltet man nun dieses Fahrrad? Das ist keine Hexerei, geht ganz einfach. Einfach einen Hebel lösen, der den hinteren Fahrradteil löst und den kann man dann umklappen und stellt das auf den Gepäckträger. Dann hat es einen stabilen Stand bei glattem Untergrund. Man löst eine Schraube am Rahmen und nachdem man das getan hat, kann man den vorderen Fahrradteil umklappen, einrasten, darauf achten, dass diese schwarze Befestigungsklamme über dem unteren Rahmenteil liegt und damit ist es dann fixiert. Jetzt löst man die zweite Schraube und dann klappt der Lenker um und rastet automatisch ein. Total praktisch. Jetzt noch die Sattelstütze einschieben, damit fixiert man alle Fahrradteile und das Faltpedal einklappen und schon hat man ein handliches Paket, was man entweder am Sattel oder am Rahmen tragen kann. Warum denn jetzt ein Faltrad? Warum denn ausgerechnet ein Brompton? Ich will es versuchen, kurz darzulegen. Im Grunde genommen ist es eine Infektionsgeschichte, könnte man sagen. Denn ich wurde vor längerer Zeit schon mit dem Faltrad-Virus infiziert. Das darf man vielleicht in Corona-Zeiten nicht zwingend sagen, aber so war es wirklich. Andreas und Frank in Bochum sind Verursacher sozusagen. Denn bei denen durfte ich oder von ihnen durfte ich die Falträder, die sie damals hatten, zwei Tern-Falträder, mal Probe fahren. Und ich war relativ schnell angetan. Und das erfuhr noch so eine Steigerung, nachdem ich Andreas dann auch mal seinen Brompton Probe fahren ließ. Er wollte mir ja bekanntermaßen das Fahrrad nicht einfach so überlassen, sondern nahm es ja wieder mit nach Hause, nachdem er mich besucht hat beim letzten Besuch hier in Berlin. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Frank und bei Andreas für die Infektion bedanken. Schönen Dank, ihr beiden. Warum habe ich mich denn jetzt nur für ein Faltrad entschieden? Im Grunde genommen war es ein wohlüberlegter Spontanentschluss. So könnte man das umschreiben. Ich habe mir schon seit längerer Zeit überlegt, als bekennender Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, wie ich vielleicht das Fahrradfahren noch ein bisschen besser kombinieren kann mit dem zur Arbeit fahren mit Bus und mit Bahn. Ich bin bisher auch schon mit meinem Fahrrad zum Bahnhof gefahren, habe es dort angeschlossen. Jetzt mit diesem Fahrrad, mit einem Faltrad, es muss ja jetzt nicht zwingend ein Brompton sein, aber mit einem Faltrad generell habe ich ja die Möglichkeit, das Fahrrad zusammengeklappt in der Bahn oder im Bus mitzuführen. Bahn ist sicherlich immer noch ein bisschen einfacher als Bus. Und das als Teil der Weggestaltung von und zur Arbeit zu kombinieren oder zu benutzen. Und habe dann auch noch die Möglichkeit, das Fahrrad zusammengeklappt bei mir hinterm Schreibtisch oder unter den Schreibtisch zu packen. Die Staumöglichkeiten habe ich dort. Das ist völlig unproblematisch. Nach der Arbeit besteht dann die Möglichkeit, dass ich vielleicht sogar den Weg von der Arbeit nach Hause mit dem Rad bestreite. Gar nicht so schlecht, um von der Arbeit manchmal runterzukommen. Also Teil der Weggestaltung ist es auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Fahrradfahren im Alltag, das gehört auch noch dazu. Das ist aber nicht alles, denn ich habe ja mit diesem Fahrrad auch noch die Möglichkeit, das bei Einkäufen zu verwenden. Und zwar intelligenter, als es mit anderen Fahrrädern meiner Meinung nach möglich ist. Sicherlich sind diese Fahrräder keine Lastenesel und können dramatische Lasten bewältigen. 110 Kilo ist die Maximalzuladung. Aber ich habe die Möglichkeit, das Fahrrad umzuklappen und auf diesen Rollen, auf dem Gepäckträger, das Fahrrad in den Supermarkt zu schieben und wirklich wie so eine Art Einkaufswagen zu benutzen. Man kann vorne eine Tasche montieren an der Halterung und in dieser Tasche transportiere ich halt und packe meine Einkäufe rein. Und somit brauche ich gar keinen Einkaufswagen. Das geht natürlich nur für die Zeit, wo wir kein Corona haben, denn momentan werden ja die Zugänge an Kunden limitiert durch Benutzen eines Einkaufswagens. Aber in der Nach-Corona-Zeit ein wunderbares, einfaches Transportmittel. Ich brauche es nirgendwo anschließen am Supermarkt, klappe es einfach zusammen. Auf dem Gepäckträger wird gerollt, den Sattel lässt man ausgefahren und nimmt es als als Wagen sozusagen. Ja, vielleicht kommt die Sonne ja noch mal ein kleines Stückchen raus. Es wäre schon schön.
Ja, ich habe auch vor, das Fahrrad für kleinere Touren zu testen, erst einmal zu benutzen. Ich kann ja Gepäck zuladen ein wenig. Ich habe eine sehr voluminöse und anständig fassende Lenkertasche vorne. Es ist ein großes Staufach mit bei und zwei dem Fahrer zugängliche Seitentaschen und zwei Hintertaschen. Eine Regenabdeckung ist mit dabei. Die Tasche kann man auch als Umhängetasche benutzen. Mega praktisch. Hinten habe ich die Möglichkeit, ja, da finde ich was, entweder auf dem Gepäckträger oder an einer Sattelstange, an einer Sattelstütze was zu montieren. Sowas wie Zelt und Schlafsack sollte da auf jeden Fall möglich sein. Und dann probiere ich einfach mal, mich zu tummeln. Ein oder zwei Tage, das werde ich sicherlich in Kürze versuchen, wenn das Wetter halbwegs mitspielt. Zwei Ratschläge noch zum Schluss. Zum einen aufpassen beim Zusammenfalten des Fahrrades, speziell wo die Faltpedale ist. Die muss nämlich relativ weit oben sein. Sonst kann es nämlich sein, wenn ihr das Fahrrad dann zusammenklappt, dass es unschöne Schmarren am Rahmen verursacht, weil das Faltpedal an der falschen Position ist. Ist übrigens ganz toll in der Bedienungsanleitung beschrieben, muss man allerdings nur lesen. Wenn man intuitiv unterwegs ist, lernt man eben anders. Das zweite, was ich habe, ist, seid vorsichtig, wenn ihr an hohen Bordsteinen unterwegs seid, denn durch den geringen Abstand von der Pedalunterseite zum Boden kann es sein, dass ihr mit den Fahrrädern, mit den Pedalen an die Bordsteine rankommt. Das kann so ein bisschen Hudelei geben, also vorsichtig dabei. Mich würde mal interessieren, wenn es den einen oder anderen Zuschauer gibt, ob persönliche Erfahrungen mit Brompton bestehen, wie die waren, würde mich wirklich mal interessieren. Bisher habe ich von den Sachen, die ich wahrgenommen habe, aber nun habe ich natürlich noch keine Langzeiterfahrung damit, eigentlich durchweg positive Erfahrungen wahrgenommen und auch selber gemacht. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr für eine Meinung dazu habt. Ja, liebe Leute, wenn ich es mit einem Fazit ganz kurz und knapp sagen müsste, dann wäre es das: kleines Packmaß, aber oho. Also lasst euch nicht von den Ausmaßen des zusammengeklappten Fahrrades oder von den kleinen und schmalen Reifen täuschen. Das Ding ist echt super durchdacht und mega praktisch und einfach toll zu fahren. Und das mache ich jetzt noch. Macht's gut, bis bald und tschüss.